Herzlich willkommen im Ferrum zur nächsten Übung der Woche. Heute stelle ich euch einen neuen Mitarbeiter von uns vor, und zwar ist es der Pascal. Und der Pascal ist unser Küken hier im Haus. Seit Anfang Oktober dabei, ist unser neuer BA-Student auf Diplom Fitnessökonomie. Ne? Sportökonomie. Okay, Sportökonomie, okay, auch gut. Der macht heute drei Übungen in Folge, in so einer Kombination, und zwar alle drei mit dem Kettlebell. 24 Kilo wiegt das Teil. Die erste Übung sind Squats. Da liegt das Teil hier auf dem Ellenbogen. 5 Stück pro Seite. Zweite Übung sind Sidebends. Und die dritte Übung sind Crunches mit dem Teil in einer Hand. Ihr werdet es gleich sehen. Das ist echt nicht ohne. Also ich habe es eben selber probiert und habe da so ein bisschen zu kämpfen gehabt auch. Und der Pascal macht es euch einfach mal vor. Also 5 Squats, 10 Sidebends und 5 Crunches pro Seite. So, anstrengen. Schön. Richtig tief gehen. Das ist gut. 5 Stück. 3, ein bisschen langsamer runter. 4 und tief. 5, okay. Schlechte Seite. 5 Stück. Sehr gut. Sehr schön. Die Sidebends. Wie viel waren es? 10 Stück pro Seite. Genau. Tief und runterziehen. Jawohl. Das Becken bleibt stabil. Und der Oberkörper, der dreht sich wie, als ob ihr hier von so einem Grillspieß gedreht werdet. Schnitt gezählt. Zehn Stück. Zwei. Drei. Vier. Jawohl. Nummer 7. 8. Eine Stille hier im Haus. 9. Und die 10. Okay, jetzt die Crunches, das ist echt nicht ohne. Also für jemanden, der 30 bis 50 Kilo wiegt, nicht zu machen. Okay, einrollen. Jawohl. Und ihr seht, der Oberkörper, der kommt jetzt nicht sehr hoch. Ist aber auch normal bei einem Crunch. Crunch ist kein Sit-Up. Ja? Ihr sitzt nicht dann am Schluss auf dem Arsch, sondern ja, da kommt mal so 30 bis 35 Grad überhaupt vom Boden weg. 5 Stück. 5. Und weg vom Boden mit den Schulterblättern. 2, 3, 2 Stück, 4, jawohl. Und die 5, sehr schön. Okay. Top. Lieber Pascal, vielen Dank fürs Vormachen. Viel Spaß beim Nachmachen. 24 Kilo waren das jetzt. Wir haben noch ein paar andere Kettlebells hier im Haus, falls das jemand mit weniger oder mit mehr ausprobieren möchte. Immer gern. Bis bald.